wenn es doch nur nicht so langweilig wäre. Jetzt gucke ich mir schon die Waschmaschine an. Tja! Ein Paket. Na toll. Von Sashi. Na, dann ist der Tag ja wohl gerettet. Gehen wir nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Mystery Unboxing. Ja, wie ihr im Titel schon gelesen habt, ne, der gute Sashi vom Kanal Kaffee mit Sashi schlägt zurück, ja, und rächt sich an mir für das grauenerregende Paket, das er von mir bekommen hat. Nein, ich glaube, er hat sich über den einen oder anderen Film auch ein bisschen gefreut. Und hat mir halt geschrieben, er möchte sich bei mir revanchieren. Keine Ahnung, was jetzt kommt. Ja, er hat halt gesagt, er hat hier und da ein bisschen aufgepasst. Es ist vielleicht sogar ein bisschen was dabei, worüber ich mich freue. Keine Ahnung. Und es ist was für Walter und meine Süße mit dabei. Da bin ich ja mal gespannt, was. Ne? Das werden wir jetzt sehen. Das gucken wir jetzt zusammen. Und vielleicht, Sascha hat angedeutet, vielleicht macht er zu diesem Video hier, genau wie ich es mit seinem Video gemacht habe, eine Reaction. Eine Reaction auf dem Kanal von Sashi. Ja, das wäre ja was. Da bin ich mal gespannt. Ne? Da unten steht das Paket. Ich hol's mal. Ja, es kommt mir sehr bekannt vor. Ja, es ist halt das Paket, das ich ihm geschickt habe. Er hat es recycelt, wenn man so will. Ne? So, und ich soll es ganz vorsichtig aufschneiden, also brauchen wir diese Klingenlänge. Ja? Nein, Spaß. Ich mach mal diesen kleinen, na komm, so eine kleine Spitze. Ne? Und er hat gesagt, oder gesagt hat er gar nichts, geschrieben hat er mir, so vorsichtig oben drüber schneiden, denn darin befindet sich eine Anleitung zum Paket. Wo ist hier die Falz? Da. Ich glaube, es hat geklappt. Ich hoffe, es hat geklappt. Es hat geklappt. So, ich stelle es jetzt hier wieder beiseite. Den einen Deckel auf. Den anderen Deckel auf. Auf. Was ist das für ein... Achso, okay. Ja, ich habe da nicht reingeschnitten. Das Kaffee Unser. Kaffee Unser, der du bist in der Tasse. Geheiligt werde deine Bohne, dein Röstgrad komme, dein Aufwecken geschehe, wie am Morgen, so auch auf der Arbeit. Unser tägliches Koffein gib uns heute und vergib uns unsere Sucht, so auch wir vergeben den Senseo-Trinkern. Okay. Und führe uns, das sind diese Kaffeepads, ne? Ich habe keine Ahnung, dafür trinke ich keinen Kaffee. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Müdigkeit, denn dein ist der Geschmack, das Aroma und das Koffein in Ewigkeit Arabica. Und ja, er hat sich auch mit einem Comic revanchiert. Sehr geil. Ja, ein Selbstporträt. Großartig. Und da steht, liebe Grüße von Kaffee mit Sashi. Meine Zeichnung ist nicht halb so gut wie deine, kommt aber von Herzen. So, okay. Ich meine, es muss ein bisschen wehgetan haben da mit dem einen Bein. Ne? Das sieht nach einem komplizierten Bruch aus, aber ja. Sehr schön. Ich freue mich sehr. Danke für die Mühe. Ne? Und die Karte, ich überlege, ob ich die meiner Süßen gebe. Ich weiß gar nicht, ob die Kaffee trinkt, weil, naja, meine Süße arbeitet ja in der ambulanten Pflege. Ne? Vielleicht könnt ihr sich das da so hinstellen bei der Kaffeemaschine. Die haben dann Kaffee im Büro. Eine Kaffeebüromaschine. Eine Büromaschine im Kaffee. Ja, jetzt ist aber gleich mal gut, ne? Vielleicht, das ist ja eigentlich ganz witzig so, dieses Kaffee Unser. Ne? Ich weiß nicht, ob sie das schon kennt. Ich zeige ihr das morgen mal. Wenn sie es nicht haben möchte, halte ich das auf jeden Fall einer schönen Zeichnung in Ehren. Ne?
Das kommt dann in die Schublade. Ich habe da, wo auch meine ganzen Konzertkarten drin sind. Ich habe eine Schublade mit allen möglichen Kartenkram und Bilderkrams und alles Mögliche, was ich so sammle halt. Das ist drüben im Schlafzimmer. So, und jetzt kommt hier auch noch heilige Hölle. Was ist da denn? Ist denn heute schon Weihnachten oder was? Hier ist ein Weihnachtsbaum drauf. Und ein Riesentext. Ja, ich lese vor. Hallo Tommy. Also erstmal, deine Schrift ist fast genauso wie meine. Ja, also ich werde es gut lesen können. An Weihnachten hältst du deinen Karton mit samt liebevollen Geschenken und einer Gebrauchsanleitung zurück. Da du ja Weihnachtsfan bist, ist alles in stimmungsvolles Papier verpackt. Ist nicht dein Ernst, du hast jetzt hier nicht Weihnachtspaket am Start. Ich meine, es ist ja. Ich wundere mich ja schon beim Einkaufen, dass noch nicht schon die Lebkuchen in den Regal stehen, ne? Aber ja gut. Erstens, eine Hälfte des Paketes besteht aus in blaues Weihnachtspapier eingewickelten Geschenken. Dies sind kleine Naschereien, die zu jedem guten Film gehören. Okay. Das Besondere, es ist jeweils ein herkömmliches Produkt und ein bio- oder gesundes Produkt. Viel Spaß beim Vergleichen. Was? Also da ist dann irgendwo eine Salatgurke drin. Ergo eine vegane Salami, ne? Das haben die ja, es gibt da auch ein Online-Foto von. Das ist wirklich passiert. Das hatten hier bei uns im Lidl. Bei den Salatgurken stand ein Schild, vegane Salami. Ohne Scheiß, das ist kein Fake. Oder es ist ein Fake und die haben es hier in der Gänsehaut nachgemacht, weil sie es so lustig fanden. Keine Ahnung. Aber ich habe das hier gesehen live. Ich musste lachen im Laden. Ich kann das nicht aus dem Internet. Ich habe es erst im Nachhinein dann gefunden. So, Punkt 2. Das ist dann auch schon der letzte Punkt. Die zweite Hälfte des Paketes besteht aus ebenfalls festlich eingepackten Geschenken. Auf jedem dieser Geschenke ist ein Hinweis auf den Inhalt. Ja, wo ist jetzt die Anleitung? In welcher Reihenfolge muss ich das jetzt auspacken? Erst die festlich eingepackten oder erst die blauen? Ich packe erst die blauen aus. Fängt die Nase wieder an zu laufen. Das ist ja ekelhaft. Ich stopfe nicht mehr los. Mein Gott. Ich hatte das solche erzählt, ne? Oh, furchtbar. Aber naja, gut. So, ich packe erstmal die blauen aus, da ist der ganze Fressmampf dann drin. Ne? Viel Spaß mit allem für alle Sommerhasser. Christmas time in summer. Ja? Grandios. Ja, Sascha, ich mag deinen Humor. Ist sehr gut. So, okay. Komm, bleib mal liegen. Ne? Dann, ja. Oh, jetzt haben wir hier erstmal, ne? Ganz viel wichtiges Verpackungsmaterial. Oder sind das die liebevoll eingepackten Geschenke? Moment, muss ich jetzt mal nachgucken. Ja, ich höre schon auf. So, das ist alles Verpackungsmaterial. Das ist Verpackungsmaterial. Das ist Verpackungsmaterial. Hier ist etwas ganz Kleines. Das wäre beinahe mit rausgeflogen. Da fangen wir mit an. Das ist das Blaue hier, ne? Ist das Blaue, das gemeint ist? Ich glaube ja. Ja, so. Da sind zwei Rollen drin. Ich habe keine Ahnung. Ach schön, endlich Weihnachten. Ich habe mich ganz Jahr schon drauf gefreut. Ich freue mich wirklich auf Weihnachten. Nein, ist eine Beefy drin oder was? Hä? Okay, ach du heilige Scheiße. Ach du heilige, ja okay. Also hier haben wir den Klassiker, Schleichwerbung. Das Original Beefy. Alter, weißt du, wie viele Jahre ich keine Beefy mehr gegessen habe? Das letzte Mal habe ich, ich kann dir genau sagen, ja nee, ich weiß nicht genau das Jahr. Aber in welchem Zusammenhang ich Beefy gegessen habe. Ich schmeiße es aus dem Fußboden. Muss sowieso aufräumen. Da habe ich noch bei meinem Vater gewohnt. Nicht in meiner ersten eigenen Wohnung. Und bin immer jedes Jahr in der Weihnachtszeit nach Kiel geeiert, um für alle Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Ich habe 3 Nichten. Ja, meine Schwester, mein Bruder, mein Vater. Das waren so die Leute, die ich beschenkt habe. Jedes Jahr. Da habe ich das ganze Jahr drauf gespart, nur um die beschenken zu können. Wie ein Bescheuerter. Ja, ich meine, ich bekam natürlich auch Geschenke zurück. Also man hat ja schon ein bisschen Eigennutz, sind wir mal ehrlich. Ne? Aber ich freue mich dann auch drüber. Es ist wieder spannend, was auszupacken. Genau wie das jetzt hier, wo du überhaupt gar nicht weißt, was drin ist. Ne? Und in Kiel, ja, irgendwann beim Einkaufen, ihr kennt Weihnachtseinkaufsstress, ja, mitten im, ja, meistens habe ich schon im September eingekauft. Oder im November spätestens. Ich bin nie so bescheuert gewesen, im Dezember erst Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Leute, ohne Scheiß, das kann man besser planen, das ist überhaupt kein Problem. Und ja, trotzdem hast du immer einen Hunger. Und da habe ich immer Beefy gegessen. Habe ich mir eine Beefy und eine Cola geholt beim Kloppenburg in Kiel, den es nicht mehr gibt. Ja. So, und hier habe ich dann noch Alnatura Salami Schneck. Biofleisch aus Deutschland. Biofleisch. Okay. Da müsste ich ja eigentlich echt ein Video machen und das Geschmacksfest vergleichen oder was. Mal gucken, was noch kommt. Vielleicht komme ich noch auf verrückte Ideen hier. Dann folgt morgen direkt ein Video. Mal gucken. Hier ist nämlich nochmal sowas.
Oh ne, das ist was Längliches. Was ist das? Okay, warte. Das ist ja extrem spannend. Das ist aber ganz was anderes hier, ey. Okay. Was ist das? Oh, oh. Oh, oh, oh. Auch wieder Alnatura. Okay. Will er mich hier zum Alnatura-Fan bekehren? Also erstmal, die kenne ich, ne? Das sind so Lakritz-Happen. Lakritz! Marzipan-Happen. Lakritz-Happen, ja. Mag ich auch, aber ja. Marzipan-Happen, ne? Niederegger, klar, kennt man. Und Alnatura-Marzipan, zartbitter. Edelmarzipan. Bio, keine Ahnung. Bio-Marzipan. Nächster. Da ist schon mal ein bisschen was Größeres drin. Tafel Schokolade oder was? Zwei Stück? Keine Ahnung. Das ist ein bisschen schwerer, deswegen nehme ich das mal an. Oha, da muss ich jetzt aber mal gucken, dass ich hier... Also gut verpackt, doch. Also er ist jetzt nicht negativ gemeint. Das kriege ich immer nicht hin. Ja, jedes Jahr ist ja Weihnachtsgeschenke verpacken angesagt und Geburtstagsgeschenke. Kriege ich hier mal einen halben Nerven zusammen. Das müsste ich eigentlich mal filmen. Wie ich hier ausraste beim Geschenke einpacken. Das kannst du ja echt nicht ausdenken. So, dann haben wir hier eine Rittersport Vollmilch. Edelvollmilch, sehr gut. Ja. Ich mag das hier eher, wenn die gefüllt ist, weil das hier kriegst du halt kaum gebissen. Ja. Hä? Ist ganz abgebrochen. Oh, mein Schaden! Ja, so in der Art. Ja, und dann haben wir hier noch Vollmilch von Alnatura. Herzlich willkommen zum Product Placement Video für Alnatura. Und ich bin mal gespannt, ob ich von denen dann wenigstens ein bisschen Werbeeinnahmen kriege, ne? Ein bisschen Werbung für die Spannung machen. So, weiter. Ich guck, was Fluffiges. Jetzt hätte ich beinahe gesagt Fallobst. Trockenobst? Ich habe auch jahrelang kein Trockenobst mehr gegessen. Weil es ist ja Bio, da muss ja auch irgendwie so ein Scheiß dabei sein, oder? So, komm mal, komm auf. Ah, oh, okay. Was ist denn das für eine Art Tüte? Habe ich noch nie gesehen. Hier so eine ganz schlanke Tüte Gummibärchen. Ich kenne ja diese so kleinen oder die normalen, aber das habe ich auch nicht gesehen hier. Das ist okay. Ja, ich bin kein Gummibärchen-Fan, muss ich dazu sagen. Wenn ich sowas kriege, gebe ich es eigentlich immer meiner Süßen. Aber ja, ich probiere das dann mal. Im Zusammenhang mit Öko-Vital-Bär ohne Gelatine. Bestimmt voll lecker. Ja, ich in der Regel diese veganen oder hier ohne Gelatine und so Krams, ne, die haben dann immer so einen komischen öligen Nachgeschmack, finde ich. Kennt ihr das? Furchtbar manchmal, aber ja, mal gucken. So, dann. Boah, ist das denn schweres? Alter! Sind da noch Filme drin? Ih, was ist denn das? Das ist ganz wobbelig hier und was kommt denn hier jetzt? Mir auf der Schweiß schon wieder runter. Obwohl ich habe Fenster auf. Übrigens, falls ihr Geräusche hört, ihr habt es im Intro ja gesehen. Ne? Ich muss Wäsche machen, das nützt hier nichts. Ist alles so nass geschwitzt gewesen, ich brauche neue. Ich muss. Es geht so nicht. Ja. Was ist das? Der Klassiker! Geil! Der Klassiker! Das habe ich wirklich seit der Schulzeit nicht mehr getrunken. Das ist ja unglaublich. Ist das aus Plastik? Nee, das ist bestimmt auch aus Pappe, ne? Neuerdings, oder? Also erstmal Capri-Sonne Klassiker. Ja, ewig nicht. Das habe ich wirklich seit meiner Schulzeit nicht mehr getrunken. Ja. Ohne Quatsch. Vegan steht da drauf. Kennt ihr noch? Capri-Sonne Hack. Hackgeschmack, ne? Und Schnitzel. Am liebsten mochte ich immer Capri-Sonne Steak Bloody, ne? Vegan steht da drauf. Auf Frucht. Saft. Ja, ist kein Fruchtfleisch drin, ne? Deswegen ist es vegan. So, und dann haben wir hier noch nicht veganen Bio-Orangensaft von Alnatura. Ne? Ich mach das. Ich mach da ein Video. So, dann. Vielleicht mache ich das gleich im Anschluss. Obwohl, nee, ich habe noch kein Abendbrot gegessen. Nee. Aber vielleicht mache ich das morgen. So, ich packe das alles nachher gleich in so eine kleine Kiste irgendwo hin und dann mache ich das morgen vielleicht. So, dann. Dann haben wir hier einen Food-Test. Mach ich dann halt alleine. Vielleicht macht meine Süße ja sogar mit, keine Ahnung. Oder ich frage sie mal, vielleicht machen wir es sonst am Wochenende oder die Tage irgendwann. Das wird ja jetzt nicht so schnell schlecht. Ne? So, was haben wir hier? Ah! Oh, hier steht etwas drauf. Vorsicht, oben ist beim Transport aufgeplatzt. Alles noch drin, war keiner dran. Habe ich geklebt. Okay. Und zwar, machen wir den Post jetzt mal hier hoch. Weg, Dog. Dentals. Tapioca, rote Beete. Vegetarische Hundesnacks. Und dann haben wir hier aber noch auch die, oh ja, okay, die Dental-Kaustics. Ja, es gibt ein Problem dabei.
das du natürlich nicht wissen kannst. Walter hasst Kauen. Das ist ein Schlingschlundmonster. Ne? Aber ja, ich guck mal, was meine Süße dazu sagt. Ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ich weiß gar nicht, wie sie das eigentlich sieht. Aber ich glaube, sie ist da auch nicht so der Fan von. Ich finde es komplett behindert, wenn Leute Raubtiere, ich meine, die haben Reißzähne, ja, mit veganem Futter quälen. Das ist komplett behindert. Aber naja, dann haben wir hier noch was. Jetzt habe ich mir wahrscheinlich wieder Hass eingebrockt durch den Spruch mit behindert, aber das ist mir egal. Mich hasst eh die ganze Welt. Fast. Kommen jetzt Cornflakes oder was? Aber es sind auch noch 3 Filme drin ungefähr. So. Ha! Ja, okay. Also, komm her. Schon mal ganz gut, ne? Salzletten, Mini-Brezel, sehr schön. Und dann gibt's noch hier ebenfalls wieder Schleichwerbung. Alnatura Mini-Brezeln. Mini-Brezels. Mit Z. Ja, sehr schön. Gut, ja, das ist ja alles dabei. Gummizeug und Saft und Schokolade und Beefy und Salzbrezeln und nichts und das war's. Marzipan auch noch, genau, ja, so. Nee, wieder raus da. Den Karton nehme ich gleich für den ganzen Fresskram. So, jetzt guck hier, was ist das denn? Ist das eine CD? Jetzt guck mir CD, also wir kommen dann jetzt zu den anderen Dingen, ja. Die nicht essbaren, denke ich mal. Ja, jetzt ist der Karton doch umgefallen. Mann! Ich habe hier auch keine vernünftige Möglichkeit, was hinzustellen, ey. Bleib doch einfach da stehen. Was ist denn das? Wieso fällt er denn einfach random um? Jetzt ist das hier alles durcheinander gewürfelt. Ich hoffe, da war keine Reihenfolge drin. Die ist jetzt durcheinander. Egal. So. Von dieser Band würdest du nur dieses Doppelalbum... Oh! Jetzt ist es zu gut gespoilert. Aber es ist doch nur... Es ist eine Einzel-CD. Es ist doch normalerweise so ein dickes... So ein Nee, das ist das Ding. Okay. Boah, ist auch ja verschweißt. Nee, ist nicht verschweißt, das war's. Okay, ja, ja gut, das gibt's natürlich auf der. Ja, durch den Transport hat sich die CD wohl gelöst. Ein Glück, sie ist auf die bedruckte Seite gefallen. Oh! Ein Glück, sie ist auf die Oberseite gefallen. Mach ich den nochmal sauber. Ja, Led Zeppelin mit Remasters. Remasters heißt das Teil, genau. Das ist halt diese Doppel-CD, ne? Und da sind halt die ganzen großen Hits drauf, aber auch ein paar unbekannte hier, so Sachen wie jetzt hier Heartbreaker oder wie heißt das nochmal? Misty Mountain, Hop, okay. Aber eben auch die Hits natürlich, Stairway to Heaven und so weiter. Ja, sehr geil, ich danke dir, sehr schön. Die habe ich damals halt ausgeliehen im CD-Verleih, als es noch richtig offiziell CD-Verleihs gab. Heute in Zeiten von GEMA-Trouble ja nicht mehr ausdenkbar. Ne? So, dann nächstes Ding. Vielen Dank nochmal, was ist das jetzt hier? Als Kind hast du ihn gemocht. Super Schauspieler, toller Soundtrack, Hochspannung, Luft anhalten und rewatchen. Was, ich soll die ganze Zeit Luft anhalten? Das überlebe ich ja gar nicht. Oder ist er so kurz dafür? Ich verschnappe. Gut. Mal ganz vorsichtig oben auf, dass ich jetzt nicht gleich mich spoilere. Und dann ziehe ich das so raus, wie so aus dem Schuber. Zack, was haben wir denn hier? Oh, Poseidon Inferno, sehr cool. Kommt mir sehr gelegen, weil ich ja gerade so ein bisschen in der Retro-Welle, ja, gefangen, möchte ich gar nicht sagen, mich austobe. Ne? Und ich habe ja jetzt auch Achterbahn gesehen, es fällt ja auch so ein bisschen, ja gut, es war jetzt dann doch eher ein Bombenleger-Thriller als ein Katastrophenfilm. Der wurde damals im Fernsehen, das weiß ich noch, im Fernsehen wurde der immer als Katastrophenfilm beworben. Und dann Erdbeben gab es noch, dann gab es noch, übrigens, danke an die Zuschauer, die haben mir gesagt, wie dieser Film hieß mit dem, ich gucke jetzt mal gerade, ich habe den Titel schon wieder vergessen. Wo die Leute mit nassen Decken durchs Feuer rennen am Ende. Der Film heißt, ich habe es mir hier irgendwo hingemeddelt. Hatte ich doch, oder? Hatte ich das nicht? Scheiße. Doch, da, Stadt in Flammen. Genau, Stadt in Flammen. Und der andere Film, wo die Kinder mit dem Teddybär gejagt werden, heißt Die Nacht des Jägers und kostet auf DVD 25 fucking Euro. Da kann sich ja mal irgendein Label bemühen und das mal eine Neuauflage von raushauen, die man sich auch leisten kann. Was kommt jetzt? Oh, ist das schwer. Okay. Sehenswerte Locations, bodenständige Story, klasse Stunts, mein Liebster mit diesem Schauspieler. Okay.
Genauso wie du das hier übrigens gemacht hast, so wollte ich eigentlich auch dein Paket machen. Aber ich habe halt überhaupt kein Papier gehabt, um die einzeln anzupacken. Geschenkpapier ist auch alle. Und ja, ich war auch faul, gebe ich zu. Alter, was ist denn das? Steelbook oder was? Das ist irgendwie, wieso ist das so schwer? Hä? Witt. Seite? Ich sehe nur die Rückseite. In tödlicher Mission 007 Ultimate Edition 2 Disc DVD Set. Sehr geil. Ich habe keine Ahnung. Ist das der, den Roger Moore zeitgleich oder nach den Timothy Dalton Film oder kurz vor den Timothy Dalton Film nochmal gemacht hat oder nach Sean Connery? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist das der? Den habe ich dann wirklich niemals gesehen. Also ich habe einige Bonds hier. In so auf Blu-ray einige in so Dreier-Editionen und die sind ja furchtbar, diese Dreier-Editionen. Da hast du halt drei Bond-Filme drin, random aus allen Zeitepochen. Die sind überhaupt nicht chronologisch. Ich brauche doch keine Dreier-Bond-Box, wenn die Filme, die da drin sind, random mit der Schrotflinte reingeschossen werden. Wer entscheidet denn sowas? Das möchte ich doch chronologisch, wenn ich es ins Regal stehen habe, möchte ich das doch möglichst chronologisch haben oder nicht? Es gibt Menschen, Sammler, die haben diesen Monk in sich, die möchten die Filme schon ganz gerne dann, wenn sie zu einer Filmreihe gehören. Chronologisch, ich stell mir nicht, wenn ich die drei Rambo-Filme habe, weil mir nur die drei ersten, wie bei Sashi zum Beispiel, nur die drei ersten gefallen. Ja, da stellt sich bestimmt auch nicht Teil 3, Teil 1 und dann Teil 2 hin. Oder so, so Blödsinn. Ne? Also gut, weiter. Nicht das beste Bild, andere Synchronsprecher. Nicht mehr so kreative Action. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Aber er gehört zur Serie und hat klasse choreografierte Martial Arts Kämpfe. Okay. Ich kann es ja auch schon spoilern, bevor es auspackt. Mad Mission 5, ne? Gehe ich mal von aus. Ich habe geguckt, es gibt die ganzen Mad Mission Filme auf Blu-ray. Kannst du dir, das ist utopisch, die Dinger auf Blu-ray zu kaufen. Sashi, du hast sie doch, ne? Haben die Blu-rays dann ein gutes Bild? Richtig, richtig geiles Bild und alles? Keine Ahnung, kannst mir ja mal schreiben. Also Mad Mission 5 fehlt mir noch. Ich habe den auf VHS gehabt, klar. Ne? Und war, ja, beim ersten Mal sehen ziemlich geschockt wegen der anderen Synchro. Man lässt hier einfach Hauptcharaktere weg. Also die haben ja normalerweise hier Cody Jack oder wie er heißt. Also der von eigentlich Thomas Thunderbolt gesprochene, einer von den beiden Hauptfiguren, hat ja noch eine Frau und Kind. Und Sam hat ja auch eine Freundin. Ich weiß gar nicht, heiraten die auch noch? Ich habe die ewig nicht geguckt, diese Filme. Und ja, die sind einfach nicht da. Ich weiß gar nicht, wird das noch irgendwie erklärt? Sagen die nicht irgendwie, haben die sich von denen getrennt? Oder sind die im Urlaub oder was? Keine Ahnung. So, und Sashi, ich muss dir nicht nur für diesen Film hier danken, sondern generell, ich habe mir nämlich das Video angeguckt von dir, wo du diese Edition vorstellst mit allen Teilen drin, weil das hat mich interessiert, weil ich halt auch gucken wollte, ob ich die auch mal mir vielleicht zulegen soll. Aber das ist mir zu teuer. Das kann sich kein Mensch leisten, ey. Also ein gut Verdiener kann sich das mit Sicherheit leisten, aber ja. Aber das hat mich auf einen Film gebracht. Und da frage ich dich jetzt, Sashi, ob du den kennst. Es gibt ihn nämlich auf DVD und ich habe ihn mir auf Anregung durch dein Mad Mission Video gekauft. Und er kommt dann auch, ich werde dann auch besprechen im Zusammenhang mit meinem Retro-Quatsch, den ich derzeit mache. Ja, wenn es denn zu dem, der letzte Part, den ich machen werde, wird nur Asia-Filme sein. Dafür habe ich mir den extra gekauft. Ich habe mir noch einen weiteren bestellt mit einem anderen Schauspieler. Das hat jetzt hier nichts mit zu tun. Der kommt dann auch noch rein. Ja, weil ich habe auch gesehen, den gibt es mittlerweile auf DVD. Aber es gibt auch diesen hier. Jetzt wirst du erstmal sagen, hey, was soll das denn sein? Ja, das ist nämlich dieser. Legend of the Golden Pearl. Wenn du jetzt die Rückseite siehst, macht es vielleicht Klick. Das ist nämlich das alte VHS-Cover hier oben. Ja, das ist die siebte Macht. Und hier spielt eben auch Sam Hui aus Mad Mission die Hauptrolle und wird auch gesprochen von Arne Elsholz, soweit ich mich erinnere. Und es ist ein Abenteuerfilm. So Indiana Jones mit ein bisschen, bisschen Science Fiction drin. Hat auch was mit Aliens und einem außerirdischen Raumschiff zu tun und alles. Aber die Aufmachung, habe ich in Erinnerung, war so ein bisschen Abenteuerfilmartig. Und ich fand sie damals mega geil, weil wir waren halt damals riesen Mad Mission Fans, mein Vater und ich. Und dann kam der halt eben raus auf Video und da haben wir uns den gleich ausgeliehen. Und ich glaube, die Videokassette war auch geschnitten und der ist jetzt uncut. Es gibt den, ich weiß gar nicht, ich glaube auch, es gibt den verschiedene Cover-Varianten. Ich habe einfach zugeschlagen, ich bin jetzt nicht so cover-affin. Weil hier auf dem Cover, ja, das sieht halt aus wie eine Szene aus einem alten Donnie Yen-Film. Das macht so in einem Film nicht mit. Ja, das hier ist der Look dann eher. Das ist dann halt der Hauptdarsteller in seiner Fliegerjacke da, ne? Und das ist dann halt die Golden Pearl, diese Kugel, um die es da geht. Geiler Klassiker, bin ich sehr gespannt, wie der kommt, weil den habe ich auch als Schulkind noch das letzte Mal gesehen. Und dann nicht mehr. So,
Weiter geht's. Dein Papa und ich haben dich gewarnt. Was? Mach dir selber ein Bild. Hast du Kontakt zu meinem Papa, oder was? Das wäre ja was. So. Zack. Zack. Oh. So. Oh nein. Oh nein. Ja, alle Leute, die mir was schenken, wollen mich auch immer mal ein bisschen leiden sehen, ne? Ach du Kacke, nein. Ja, okay. Dexter, New Blood, ne? Auch da habe ich dein Video schon zugesehen. Also jetzt nicht zur neuen Staffel, sondern generell zu Dexter. Eine super geniale Serie, weil halt auch abgeschlossen eigentlich. Und das hier ist halt nochmal die nachgeschobene Staffel, ne? Wo sie es tatsächlich dann am Ende an die Wand fahren. Oh, mein Vater war so abgefuckt von diesem Ende, ne? Alle damals, ich weiß noch, die Fanboys der Serie, als dann die Serie endete, waren ja ganz viele nicht zufrieden mit dem Ende. Ich fand das Ende wunderbar, wirklich. Ja. Und genau das, was die Fanboys wollten, passiert dann jetzt wohl scheinbar hier, oder was? Das wollten die Fans, ja? Ich spoilere das jetzt mal nicht, ich weiß es aber schon. Ja, aber ja gut, vielleicht ist die Staffel ja selbst an sich von der Episode und von der Geschichte selbst her, okay, keine Ahnung, kannst mir ja, vielleicht machst du ja eine Reaction hier drauf, dann sag mal was dazu. Ist interessant, ja, aber ja. Ich habe die Rest der Serie gar nicht. Ich müsste das eigentlich alles erstmal rewatchen. Weil das ist auch was, meine Süße guckt derzeit ganz viele Ermittlerserien. Und ich sage ständig zu ihr, du musst Dexter gucken. Du musst Dexter gucken. Es gibt auch eine Serie, die heißt, oh Gott, wie heißt Lucifer? Wo dann der Teufel ermittelt oder so? Und da erzählt sie mir halt viel von. Oder hat sie mir viel, als es lief noch, viel erzählt. Und dann kam ich halt drauf, du musst Dexter gucken. Ja. Naja gut, was haben wir hier? Rewatch! Ausrufezeichen. Hoffentlich klaut dir dieser Typ nicht deine Zeit. Hä? Klauen? Meine Zeit klauen? Ich komme nicht drauf. In dem Fall mal zur Abwechslung. Ne? Da komme ich hier auf. Hier nochmal. Da nochmal. Da kann ich jetzt so rausziehen wieder. Flutsch! Ja, nicht hingucken. Ach du Scheiße! Ja, hat's noch. Ja, Sascha liebt diesen Film, ja, er hat ganz viele Videos, er hat mit ihm mehrmals auf seinem Kanal besprochen und immer wieder in den Himmel gelobt. Nein, hat er nicht. Wenn er jetzt zu dem Thema Hatznorr kommt, dann kloppt er da ganz gut drauf rum. Das hast du mit meinem Vater gemeint. Wir haben ihn damals war es ja, der Bruce Willis Hype war damals ja überall. Ja, die Die Hard Filme, Last Boy Scout, Tödliche Nähe, auch ein Film, der viel zu unerwähnt ist. Grandioser Film, finde ich, ja, etc. Und in der Zeit kam ja auch der so in etwa raus. Auch Blind Date, spricht auch keiner drüber. Diese supergeile, turbulente Komödie. Ich finde den super, Blind Date. Ja. Oder Der Tod steht ihr gut, ist auch gut. Finde ich auch eine gute Komödie. Ja. Und in dem ganzen Zug kam dann halt eben, was ist das? 15th Anniversary Edition, okay. Kam dann halt auch der raus, ja, und dann haben wir uns den angeguckt und mein Vater war, nee. Und ich so, ja, ich fand den jetzt aber gar nicht so scheiße, ich finde das doof, dass wir den jetzt nicht in die Sammlung kriegen und ich ihn wieder mal gucken kann. Also habe ich den dann selbst gekauft auf Videokassette, irgendwo auf dem Flohmarkt mal, ne. Und ja, der hat natürlich Elemente, ja, ich sag nur das Delfingequietsche von, wie heißt die noch, die Schauspielerin hier? Oh was, da macht Richard E. Grant mit? Wie geil ist das denn? Sehe ich gerne. Wie heißt die denn nochmal? Danny Aiello? Andy McDowell, genau. Richard E. Grant spielt da mit? Der hatte die Hauptrolle gespielt in Tod im kalten Morgenlicht. Das ist das britische, englische, weiß ich gar nicht, Remake zu Es geschah am helllichten Tag. Das kann man sich wirklich gut angucken, finde ich. Natürlich kein Vergleich mit Original, aber ja. So, dann immer noch besser als Das Versprechen. Oh, das scheint eine Blu-ray zu sein, ach du Heilige. Teenager, die wie 28 aussehen? Till Schweiger als Synchronstimme des Hauptdarstellers! Ich glaube, das auch. Habe ich auch ein Video gesehen, wo du genau das erzählt hast. Welcher Film war denn das nochmal? Wir werden es gleich sehen. Oh, was? Klassik-Kult? Oh, es klingelt, es klingelt. Also immer in meinem hohlen Kopf. Ne? Ja, okay. American Karate Tiger, ja, ist halt doppelt. Ich hab den. Ich hab ganz viele aus dieser Action-Kult, Classic-Kult-Collection. Ich hab den aber noch nicht gesehen. Weil ich hab nur unglaublich Schlechtes über diesen Film gelesen. Und echt? Der Hauptdarsteller wird von Till Schweiger gesprochen? Ja,
Ja, das ist denn eine Doppelung. Aber bei dir waren ja auch ein paar Doppelungen, als ich dir was geschenkt habe. So, es kommen noch zwei Stück. Erstmal das hier. Das fühlt sich wieder sehr Schuber oder sowas. Seit 1989 in meinen Top 3 der Reihe hart, kompromisslos, ohne Schnickschnack, toller Bösewicht. Kommt jetzt wieder Bond? Gucken wir mal. Ja. Kommt Bond und. Oh! Geil. Lizenz zum Töten. Ja. Ist das der erste oder der zweite hier mit Timothy Dalton? Der erste mit Timothy Dalton, ist das der, glaube ich, ne? Das war mein erster Bond überhaupt. Das erste Mal, dass ich James Bond gesehen habe. Und fand ich auch gut, aber ich habe mich überhaupt nicht mehr daran erinnert. Ich weiß noch, dass ich sie als Kind gut fand, die Filme. Ja, und das war ja auch der Grund. Also es ist im Grunde genommen hier das Bindeglied zu hierzu. Ja. Weil ich fand sie dann gut, dann kam dann irgendwann auch der nächste mit Timothy Dalton. Das fand ich dann auch wieder gut. Und mein Vater meinte dann, ja, es gibt da auch eine Parodie drauf. Ich sag, wie, was? Und dann hat er mir Mad Mission gezeigt. So kam das. Und da war ich gleich schockverliebt. Mad Mission war ich dann gleich, fand ich dann noch geiler als Bond sogar, weil ich auch ein riesen Jackie Chan Fan damals immer war. Und ich habe damals echt geglaubt, man hat sich damals die Schauspielernamen nicht gemerkt. Ne? Ich habe damals geglaubt, der Hauptdarsteller in Mad Mission ist, das sind Jackie Chan Filme. Als kleines Kind wo gemerkt, als Schulkind. Ne? So. Gut, dann haben wir noch zum Ende, es scheint nochmal wieder eine Blu-ray zu sein, das Original. Noch nie gesehen? Nachholen. Nur in der Original-Kinosynchronisation von 1976, Tonspur 1 dieser Blu-ray. 76? Passt ja wunderbar in die Klassiker-Scheiße, die ich gerade gucke. Ne? Weil, ich erzähle dir gleich noch einen, Sashi. Muss mich da noch ein bisschen bei dir unbeliebt machen. So, was haben wir denn hier? Okay. So alt ist der, okay. Ja, Assault, Anschlag bei Nacht. Ja, John Carpenter Klassiker, den ich tatsächlich niemals gesehen habe. Richtig. Und da gibt es eine neuere Synchro von und sind die hier beide drauf oder was? Kann man ja mal vergleichen, finde ich immer spannend sowas. Ja, also ja, neue Synchro ist immer scheiße. Also bestes Beispiel meiner Meinung nach ist hier Robin Hood mit Kevin Costner. Da gibt es irgendwie eine Special Extended, hast du nicht gesehen, Edition. Das war, glaube ich, alles, ne? Ja. Die ist ja neu synchronisiert worden. Und die Stimme von... Oh, wie heißt der nochmal jetzt? Gruber aus Die Hard. Der Schauspieler spielt ja auch den Sheriff von Nottingham, glaube ich. Nee, stimmt nicht. Den Prinz John oder was, ne? Den Schurken halt, ja. Und ich liebe die Szene, in der er wütend auf Robin Hood ist und sagt, er schneidet ihm das Herz raus mit einem Löffel. Ja? Und weil er das so schön fies sagt. Und der neue Synchronsprecher von diesem Schauspieler in der neuen Fassung, der spricht eben nicht so, ich werde ihm das Herz rausschneiden mit einem Löffel. Sondern der ist so, ich bin von Adel, bitte, bitte, bitte. Ich werde dir das Herz herausschneiden mit einem Löffel. So, oh, Alter, du denkst, gucke ich hier ein Theaterstück oder was? Und auch Bruder Tuck, der diese bärbeißige, auch eine ganz bekannte Synchronstimme, ich weiß nicht, wie der heißt, Stimme hat im Original, der wird da auch von einem ganz normalen Typen gesprochen. Das passt überhaupt nicht. Furchtbar. Oder jetzt jüngst wollte ich ja gucken, House on Haunted Hill mit Christopher Lee oder Vincent Price. Nee, ich glaube Vincent Price, ne? Habe ich auf DVD da. Mag ein schöner Film sein. Will ich nicht in Abrede stellen. Aber die haben den neu synchronisiert. Das ist eine Frechheit. Das ist nicht schlecht neu synchronisiert. Das ist eine Frechheit. Das war eine Frechheit. Fingerwerk von der günstigen Best Entertainment oder was ist das? DVD zu House on Haunted Hill, das Original. Fingerwerk. Das ist eine Frechheit. Ja, ich meine, wenn sie es denn hier so machen, wenn dann eine andere Tonspur drauf ist, die das Original hat und die neue Synchro, was, warum auch immer. Mir ist es auch egal, wenn sie dann Szenen wieder einfügen, um die Filme wieder zu komplettieren, wenn die eingefügten Szenen in Englisch sind. Stört mich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Komme ich da jetzt ran? Ne, komme ich nicht ran. Ah, schade. Ja, ich habe gestern Abend Filme, ich gucke ja wieder alte Sachen, ich bin jetzt in den 80ern angekommen. Und ich habe gestern, warte, ich hole den. So, ich habe ihn gefunden, weil ich hatte den schon in die Kiste getan für Comeback. Ich war mich jetzt unbeliebt.
Ich weiß nicht, ob mir jetzt unbeliebt, aber ich habe es mehrmals versucht. Ich hab jetzt schon geguckt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Filme. Ja. Also fünf Abende. Der eine Film war über 3 Stunden. Nee, fast 3 Stunden, deswegen habe ich da einen Abend für nur diesen einen geguckt. Und als erstes, am ersten Abend wollte ich die beiden hier gucken, um die es jetzt geht. Ich musste es abbrechen. Ich musste den ersten Teil abbrechen. Ich dachte mir, nee, es ist heute nicht der richtige Abend. Versuch das an einem anderen Abend. Du weißt ja jetzt, in welche Richtung das so ein bisschen geht. So vom Feeling her, wie der Film sich anfühlt, vom Aufbau, vom Schauspiel. Warte einen Abend ab, wo du genau auf sowas dann halt, ja, für sowas bereit bist, in Stimmung bist. Der kam dann der Abend. Es hat heute nicht funktioniert. Ich musste ihn dann, also erst war es eine Viertelstunde, dann war es eine halbe Stunde. Dann musste ich ihn abbrechen. Es ging um Belmondo 1 und 2. Mit hier, der Profi 1 und 2. Belmondo spielt das ja. Ich bin mir völlig in der Spur. Ja, die habe ich hier in so Double Features, aber okay, weil sind halt die einzelnen Scheiben drin. Ja, und hier noch so ein Beiheft und alles. Alles gut gemacht, ist auch ein Steelbook, schön und schick, alles klar. Ne? Und, tut mir leid. Also, passt auf. Es verhält sich da ähnlich wie mit Bud Spencer und Terence Hill. Wobei ich bei Bud Spencer und Terence Hill eigentlich nicht so sehr das Problem mit den beiden per se habe. Also ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich die sehe, sage, oh Gott, ich kann die beiden nicht sehen. Im Gegenteil, ich ärgere mich eigentlich immer, dass mir die Filme nicht gefallen, weil die beiden eigentlich sympathisch sind. Ja, aber er hier, der hier, ja, hier Captain Lederschrumpf, ja, hier, wisst ihr, an wen der mich erinnert? Kennt ihr den Film Meet the Feebles? Da gibt es einen Zigarre rauchenden Wurm, ja, an den erinnert er mich. Gekreuzt mit Bioleg. Das ist kein Action-Darsteller, sorry. Dann habe ich reingespult sogar, an einem dritten Tag, nochmal reingespult, weil ich wollte wissen, wie ist denn die Action? Nein! Der kann auch nicht kämpfen! Die Action-Szenen sind scheiße! Das ist keine Action, tut mir leid. Der kann ja auch Action-Star werden. Und der ist einfach komplett unsympathisch, der Typ. Ich werde mit dem überhaupt nicht warm. Der macht ein Gesicht die ganze Zeit. Als müsste er. Das sieht nach einer Mischung aus vollkommener Lustlosigkeit und dem unterdrückten Drang zu lachen. Als wenn er gleich loslachen muss. Der kann keine ernste Miene. Das soll ja ein Auftragskiller-Agent sein. Und das transportiert der überhaupt nicht für mich. Ja, und Sashi sagt halt, der Profi 1 ist einer, wenn nicht sogar der beste Film mit ihm. Ja, wenn das sein bester Film ist, dann brauche ich mir die anderen gar nicht angucken. Ja, und so, und da habe ich mich natürlich noch weiter informiert. Ich wollte ja trotzdem, ich habe mich so gewurmt, dass mir das jetzt nicht gefällt. Weil es Retro, es ist Action, es soll ja ein cooler Held sein, ja, der kompromisslos aufräumt, ja. Und Sashi in höchsten Tönen über diesen Film. Ich wollte den jetzt mögen, den Film, verdammt nochmal. Und dann dachte ich mir, lies dir mal durch, was da noch so passiert. Und dann habe ich das Ende gelesen. Ja. Dann habe ich mir das Ende auf YouTube angeguckt. Kannst du das Original, Le Professionnel Ending oder Finale oder so heißt es, glaube ich, dann. Ja, nee, danke, brauche ich nicht. Solche Filme brauche ich nicht. Ja, wie ist das denn möglich hier? Wenn der so, es ist ein Prequel, ja. Ich schätze mal, es sind zwei Filme, die miteinander gar nichts zu tun haben. Es ist reine Vermarktung. Davon gehe ich mal eher aus. Tut mir leid, ja, jetzt habe ich zum Ende noch ein bisschen unbeliebt gemacht, ne? Aber ja. Ja, wir haben, du hast mich besiegt. Ja, ich gehe nämlich geschlagen, Sashi. Du hast mich besiegt. Ja. Eine Doppelung. Bei dir waren es 2. 3? Was können wir? Aber ja, so. Na gut. So, ich bin dann fertig. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Sashi, für diese Filme hier. Für die coole CD. Sehr schön. Da freue ich mich wirklich drüber. Ich muss sogar eigentlich direkt mal gucken gleich, ob ich die ganzen Songs auch digital habe. Denn ich habe zwar ein bisschen Led Zeppelin, damit, als ich mit Radio angefangen habe, habe ich halt von meinem Chef eine Festplatte mit Material bekommen, das offiziell GEMA abgesegnet ist. Wie er das gemacht hat, fragt mich nicht, keine Ahnung. Und zum Senden halt, für Radiomods. Und da ist auch ein Led Zeppelin-Ordner, aber ich weiß nicht, ob die Songs da alle drin sind. Muss ich mal gleich mal gucken. Oder ob das einfach ein anderer offizieller Best-of vielleicht oder so ist. Keine Ahnung, ich gucke da gleich mal. Das ist auch mal spannend, finde ich. Also für mich als Musikfan. Und das ist echt sehr geil. Aber wieso habe ich denn Erinnerung, dass das so ein dickes Doppelding ist? So eine dicke Hülle. Ihr kennt diese fetten Doppel-CD-Hüllen von damals noch, die man vorne aufklappen kann und die man hinten aufklappen kann? Ne? Ja?
Das habe ich in Erinnerung. Ist das eine neuere Auflage? Warte mal. Oh, ich habe jetzt keine Lupe hier. Ich habe ja alles dahin. Ich habe hier aufgeräumt. Wollte hier den Tisch mal putzen. Kann ich nicht lesen. Es ist zu. Meine Augen. Meine Augen. Spaß. Ich möchte wieder auf. So, ja. Und natürlich ein riesen Fresspaket, was noch eins Video spawnen wird. Pack die ganzen Fresshaarigen gleich da in diesen Karton rein. Und wenn ich die Zeit finde, dann mache ich da einen Food-Test-Vergleich. Das mache ich einfach. Da habe ich Bock drauf. Das ist bestimmt lustig. Ja, und ich schmeiß es ja, deswegen schmeiße ich die Sachen ja nicht weg. Ja, so diese, wenn mir was nicht schmeckt vielleicht. Ja. Aber dann lasse ich vorher noch mal eine Süße probieren, ob es eher schmeckt, dann kann sie es ja mitnehmen. Ne? Wir haben so Plastikspangen. Damit kannst du jedes Paket zuknippen und dann ist das wie original verpackt. Kennt ihr die? So eine komischen, die sind ungefähr so lange aus Plastik und die schnappen so ein, wenn du sie zudrückst mit Kraft. Da kannst du, egal was du für eine Tüte hast, kannst du da einmal drum knuddeln, zuknacken und dann ist das wie original verpackt. Guck, keine Luft mehr ran, nichts mehr. Total geil. Und da haben wir massenweise von. So, also. Ich erzähle hier eine Scheiße, klar kennt ihr die. Achso, ja, Mensch, hab ich gar nicht. Da haben wir auch noch weiter Snacks dabei. Hab ich auch nicht vergessen. Ich nehme gleich in die Schublade mit gleich. Wobei, nee, ich lasse die lieber auf dem Tisch liegen wegen hier absegnen durch meinen Schatz. Weiter Snacks müssen immer durch meinen Schatz abgesegnet werden. So, Sashi, vielen, vielen lieben Dank für das geile Paket. Ja, den Karton will ich wahrscheinlich irgendwann nochmal recyceln, beim Verkauf dann jetzt vielleicht, keine Ahnung. Obwohl es ein bisschen viel, ich glaube, so viel habe ich gar nicht verkauft. Ich kann ja nicht, einen Karton kann ich ja nicht alle Filme einverpacken, wo an jeden, der irgendwie zwei Filme gekauft hat. Dann müsste der Karton ja immer weitergeschickt werden. Ich kann ja mal einen Zettel reinlegen. Schick den bitte weiter an, nimm dir die Filme raus, die dir gehören. Nein, mach ich nicht, Blödsinn. So, ich spart mit Porto, ne? Ja, schlau, ne? Nein, ich mache nicht Spaß. Ja, okay, vielleicht noch abschließend an die Leute, die gekauft haben. Ja. Eure Pakete gehen spätestens Dienstag raus. Ich muss jetzt am Wochenende erstmal alles einpacken. Ich muss vor allem, das ganz Wichtigste ist, ich muss Paketaufkleber besorgen, die ich beschrifte, damit ich die Pakete auch beschriften kann. Ich muss schon wieder Paketband kaufen, bin auch nicht mehr da. Oh, ist ätzend, ey. Aber ja, seht's mir nach, es dauert jetzt noch ein bisschen. Ja. Ich schicke die Sachen dann, so wie ihr überwiesen habt, und das auf dem Geld, das Konto auch auf dem Geld ist. Ich muss Abendessen. Das Geld auch auf dem Konto ist, schicken wir sich am Dienstag wahrscheinlich ab. Ja. So, wenn nicht, wenn das Geld noch nicht drauf ist, dann müssen wir bis Samstag warten. Das sind die beiden Tage, an denen wir in die Stadt kommen. Meine Süße ist halt sonst am Arbeiten, wie Sau. Ne? Das ist halt, ja. Für die arme Frau nicht überlasten. Ne? So, und Urlaub haben ist erst Ende nächsten Monat wieder, hat sie Urlaub. Gut. Danke für das Zuschauen. Danke nochmal an dich, Sashi, für das geile Paket. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Ne? Ja, ihr wisst ja was. Ne? Und wenn ihr das nicht sehen wollt, guckt einfach was anderes. Ist auch egal, bin ich auch nicht böse drum. Ne? Und ja, ich wünsche euch viel Spaß, was auch immer ihr jetzt ansonsten als nächstes schaut. Und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer, farewell.